Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem heutigen Video zeige ich euch 4 schnelle DIY-Ideen, die ihr kurzfristig zum Muttertag gestalten könnt. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auch unbedingt meinen Kanal. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Video! Starten wir mit dem Teelichter mit Spruch. Dafür braucht ihr Teelichter, wasserfeste Stifte, etwas Papier, einen Bleistift mit Radiergummi und eine Schere und wer möchte, noch etwas Washi-Tape. Als erstes entfernt ihr aus der Hülle der Teelichter euer Wachs mit dem Docht zusammen und nehmt dann das Innenteil, also sprich das Wachsteil, als Vorlage und zeichnet euch mit eurem Bleistift auf dem Papier so viele Kreise, wie ihr Teelichter habt. Diese Kreise schneidet ihr dann aus, dann geht's auch schon los mit dem Beschriften. Wenn ihr so Teelichter habt wie ich, wo der Docht in die Wachsschicht integriert ist, dann müsst ihr leider damit leben, dass ihr in der Mitte dann den Docht am Ende stehen habt. Ansonsten gibt es auch Teelichter, wo man den Docht entfernen kann. Dann könnte man noch in das Papier in die Mitte ein Loch machen, dass der Docht da durchgeht und das Papier vollkommen zu sehen ist, wenn das Wachs geschmolzen ist. Ich habe jetzt den Docht von einem abgebrannten Teelicht genommen. Dann habe ich ungefähr den Durchmesser des Kreises, der in der Mitte stehen bleibt und ihr könnt dann außenrum euren Spruch für eure Mama auf das Papier schreiben. Ansonsten messt ihr das Ganze einfach mit einem Lineal aus. Ich habe jetzt die Sprüche, du bist die Beste, danke für dich und ich hab dich lieb und meine Superheldin mit ein paar Herzen auf mein Papier geschrieben. Sobald das Papier beschriftet ist, gebt ihr es in eure Teelichthülle und dann oben drauf das Wachsstück. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze noch mit einem Stück Washi-Tape verzieren. Zum Verschenken könnt ihr dann die Teelichter entweder in ein recyceltes Glas geben, das ihr ausgewaschen habt, zum Beispiel in ein Nussmusglas, oder in eine kleine Tüte mit einer Schleife drum. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es geschmolzen ist. Als nächstes geht zur Geschenktüte mit Blüten. Dafür nehmt ihr ein Serviett in eurer Lieblingsfarbe, eine Tüte, schwarz und weißen Stift oder auch bunte Stifte, etwas Faden, einen Klebestift und eine Schere. Als erstes nehmt ihr eure Tüte und beschriftet sie mit einem Spruch für eure Mama. Bei mir ist es jetzt: Mama, wie schön, dass es dich gibt. Danach geht es auch schon an die Blüten. Aus den Blüten könnt ihr zum Beispiel auch einen Blütenkranz machen oder die Blüten mit etwas Heißkleber auf einen Draht kleben und diesen dann als Blumenstrauß verwenden. Klappt eure Serviette auf und schneidet daraus 5 cm breite Streifen. Gerne auch etwas breitere Streifen, variiert da am besten auch in der Breite, damit die Blumen etwas unterschiedlich groß sind. Und jetzt geht's auch schon ans Falten. Faltet hier, wie ihr es im Video seht, so oft, dass ihr 3 Kanten auf einer Seite habt. Sprich, 3-mal unten offen und 3-mal oben geschlossen. Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Sobald ihr das gefaltet habt, nehmt ihr euch eure Schere und schneidet den Rest dieses Streifens dann ab. Dann braucht ihr euren Faden, von dem ihr ein kleines Stück abschneidet, damit ihr in der Mitte eures gefalteten Stückes eine kleine Befestigung erstellen könnt. Zieht es richtig gut zu, damit das auch ein bisschen gefaltet ist, so wie ihr es hier im Video seht. Ich habe das jetzt 3-mal verknotet, damit es wirklich gut hält. Jetzt nehmt ihr euch eure Schere zur Hand und schneidet auf der offenen Seite, sprich wo eben nicht die geschlossenen Kanten sind, wie im Video gezeigt, so einen Halbkreis in eure, ja, Blume hinein. Wie ihr hier sehen könnt, sind jetzt bei der einen Hälfte schon mal 3 Blütenblätter. Die müsst ihr jetzt nur noch ein bisschen auseinanderfieseln, damit eure Blütenblätter entstehen. Die dürft ihr auch gerne ein bisschen platt drücken, damit die Blumenform am Ende zum Vorschein kommt. Beziehungsweise ja eher die Blütenform. Jetzt nehmt ihr euch nochmal eure Schere zur Hand und schneidet den Rest des Fadens ab, damit
ihr die Blüte dann am Ende auch schön aufkleben könnt. Solltet ihr was anderes vorhaben mit den Blüten, dann könnt ihr den Faden natürlich auch zum Befestigen der Blüten verwenden. Sprich, dran lassen. Jetzt habe ich mir meine Tüte wieder hergeholt, bei der ich oben einen kleinen Umschlag hineingefaltet habe, damit man es am Ende auch gut verschenken kann. Denn wenn die Blüten erst einmal aufgeklebt sind, dann ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze zu falten. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn die Blüten auf eurer Tüte festgeklebt sind. Und schon kommen wir zur Kerze mit getrockneten Blüten. Für die Blüten könnt ihr euch entweder selbst Blüten pressen und trocknen oder ihr macht es so wie ich, dass ihr euch eine Teemischung nehmt und daraus die getrockneten Blüten heraussammelt. Ihr braucht dann noch eine Kerze, einen Pinsel und ein Teelicht, das ihr dann auch anzündet, damit das Wachs dort schmilzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch zwei Radiergummis rechts und links neben die Kerze legen, damit die fixiert ist. Das Ganze funktioniert jetzt so, ihr nehmt euch eure Blüten, taucht den Pinsel in das Wachs ein und geht relativ schnell über eure Blüten drüber, damit diese befestigt sind. Macht das Ganze nicht so oft bei einer Blüte mit dem Wachs, sondern geht wirklich nur ein, zwei, maximal dreimal drüber. Denn ansonsten wird das Wachs zu dominant und die Blüte ist am Ende nicht mehr zu sehen. Ich habe jetzt einfach ein Mandala aus den Blüten auf die Kerze gelegt und das Ganze dann mit dem Wachs, wie ihr sehen könnt, befestigt. Ich gebe euch noch einen Tipp, den Pinsel regelmäßig an eurem Teelicht an der Seite abstreifen, damit das Wachs nicht zu dick vorne an der Pinselspitze wird. Und bei den Blüten müsst ihr einfach ein bisschen vorsichtig sein, denn die zerbrechen relativ schnell durch das, dass sie trocken sind. Aber ansonsten gibt es eigentlich gar nichts weiteres zu beachten. Und ich denke, das können auch schon ältere Kinder machen. Je dünner die Blütenblätter sind in der Höhe, desto einfacher könnt ihr sie auf eurer Kerze anbringen. Bei den Rosenblüten hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme, weil die schon recht dick sind von Haus aus. Und schaut einfach, dass ihr eher dünnere Blüten bekommt. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Zum Trocknen des Wachses dauert es auch echt nicht lang, also das könnt ihr alles relativ zügig machen und dann ist auch sehr schnell eure Kerze bzw. eure Blüten-Mandala-Kerze fertig. Und so sieht sie dann aus, wenn sie fertig ist. Wo wir schon auch zur Girlande kommen. Dafür braucht ihr etwas festeres Papier in DIN A5, eine Schnur, wer möchte noch etwas Washi-Tape, einen Locher, eine Schere und Stifte in euren Lieblingsfarben. Halbiert als erstes euer Papier, sprich faltet es in der Mitte und schneidet es dann mit eurer Schere auseinander. Jetzt könnt ihr unten noch eine Spitze reinschneiden. Dafür habe ich einfach in der Höhe von 4 cm mittig einen Punkt gemacht und von dem aus zu den seitlichen Ecken jeweils einen Strich gezogen habe und das dann auch auf die anderen Blätter übertragen habe und das unten ausgeschnitten habe. Sobald es fertig ist, nehmt ihr euch euren Locher und macht mittig oben in die glatte Seite jeweils zwei Löcher rein, damit ihr dann am Ende dort die Schnur durchfädeln könnt. Und schon geht's auch ans Beschriften. Und zwar habe ich jetzt einfach Mama auf die einzelnen Wimpel drauf geschrieben. Ihr könnt aber auch noch einen Spruch drauf machen oder ein paar Herzen, je nachdem, was euch beliebt.
Wer möchte, kann das Ganze auch noch mit dem Washi-Tape verzieren oder so wie ich unten einfach an der Kante entlang einen roten Strich ziehen. Und am besten legt ihr euch ein bisschen Papier drunter, damit ihr nicht den ganzen Tisch verziert. Jetzt braucht ihr nur noch eure Schnur durch die einzelnen Wimpelfäden, wie im Video gezeigt. Und schon ist eure Girlande fertig. Ihr könnt sie entweder über dem Tisch aufhängen, je nachdem, wo ihr die Möglichkeit habt, oder ihr könnt sie auch auf dem Tisch einfach ablegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und wenn ihr was nachmacht, taggt mich auch gerne bei Instagram unter Miris Place. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Freude beim Nachmachen und einen schönen Muttertag mit eurer Mama zusammen. Ciao!